Hi Freunde, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Heute soll es mal um dieses Päckchen hier gehen, was damit auf sich hat. Dieses Päckchen ist nicht gekommen zu mir, wir wollen es aber trotzdem auspacken. Ich habe es vorher selber gepackt, weil ich es so wie es jetzt ist, na, noch mit einer schönen Verpackung drumherum verschenken will. Der Inhalt da drin ist, ein Freund ist passionierter Eierlikörtrinker. Wie ich zum Beispiel auch, hat aber Eierlikör noch nie selber gemacht. Und deshalb wollen wir ihm da so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und ich habe ein Starter-Kit, ein Starter-Set zum selber machen zusammengepackt. So, haben wir hier gleich dieses damit er gleich weiß, worum es sich handelt, damit er gleich darauf vorbereitet ist. Dieses kommt dann wieder oben auf. So, mit dabei haben wir alles, was wir brauchen zu Eierlikör machen. Das heißt, zum Abfüllen haben wir dann einen Trichter. Dann haben wir ein Schneebesen. Bei der Geschichte, wo ich das gekauft habe, habe ich mir gleich zwei gekauft. Für mich auch einmal. Ich finde den total klasse. So, dann habe ich noch besorgt Vanilleschoten. Dann habe ich noch besorgt, was dazu unbedingt dazu gehört, die Kaffeesahne. Dann habe ich besorgt diese Bio-Eier. Natürlich müsst ihr dann das Geschenk so schnell wie möglich abgeben, also kurz vorher reinpacken die Eier. Dann habe ich noch besorgt Tonkabohne. Das sollte er unbedingt mal ausprobieren, möchte ich auch ausprobieren. Dann haben wir hier drinnen noch Puderzucker, packe ich gleich wieder rein. Und dann haben wir noch drei Flaschen. Das hier ist eine leere Flasche, die sieht genauso aus wie die beiden Flaschen. Und hier habe ich abgefüllt einen Rum. Und hier habe ich abgefüllt einen Gin. Warum ich das gemacht habe, weil ich zeige gleich noch, was das für Sorten gewesen sind. Der Gin, das war mein Lieblingsgin gewesen. Und dann habe ich mir zum Probieren einen Rum geholt, und zwar ein Spicy Rum von Kraken. Den habe ich schon probiert. Der ist mega lecker. Und warum ich diese Sorten gewählt habe und nicht Prima Sprit oder Korn oder Doppelkorn, es ist mir als Eierlikörtrinker übergeworden. Und ich habe das schon mal selber ausprobiert mit einem Rum, und das ist hervorragend. Man kann so herrlich kombinieren. Es ist nicht mehr langweilig und gar nichts. Und deswegen möchte ich ihm die Möglichkeit geben, das selber auszuprobieren und die Erfahrung zu machen, wie schön es sein kann mit selbstgemachten Eierlikör. Deshalb geht das alles, diese wunderbaren Zutaten von diesem Eierlikör Starter Set, packe ich jetzt wieder ein. Und dann geht es auch gleich sofort auf Tour. Das soll es bis hierhin gewesen sein. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben und schreibt einen netten Kommentar oder whatever. Macht's gut, Leute. Bye, bye.